Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start mit einem sehr einfachen Money-Glitch, leider nur für zwei Spieler. Was ihr dafür benötigt, habt ihr gerade schon gesehen. Noch ein wichtiger Hinweis, ihr braucht hierzu ein iFruit-Kennzeichen. Diese iFruit-Kennzeichen könnt ihr dann im Los Santos Custom auf das Fahrzeug drauf machen, was ihr duplizieren möchtet. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr so ein iFruit-Kennzeichen erstellen könnt, dann schaut euch mal das Video hier oben rechts an, da wird das nochmal erklärt. Ihr braucht dieses Kennzeichen, ansonsten erstellt ihr schmutzige Kopien, was dann dazu führt, dass ihr dann halt immer nur noch ein Fahrzeug alle 30 Stunden verkaufen könnt. Habt ihr dann auf das Fahrzeug so ein Kennzeichen draufgebracht, bringt ihr dieses Fahrzeug nun zu eurer Basis. Die Basis sollte jetzt auch schon gefüllt sein mit Fahrzeugen und es sollte das Fahrzeug drin stehen, was ihr duplizieren möchtet. Anschließend geht ihr auf die Kontakte, ruft den Mechaniker an, fordert nun ein neues Fahrzeug an. Dieses Fahrzeug wird später unwiderruflich verschwinden. Nehmt entweder einen kostenlosen Elegy oder etwas, was ihr tatsächlich nicht mehr benötigt. Außerdem sagt ihr eurem Freund schon mal Bescheid, dass er sich jetzt in die Sitzung mitbegeben kann und er kommt mit zu euch in die Nähe der Basis. Ist das Fahrzeug dann ausgeliefert, müsst ihr das Fahrzeug hier einfach nur in eure Basis reinfahren. Ihr solltet auf jeden Fall hier die Meldung dann bekommen, dass die Basis voll ist. Ist die nicht voll, einfach so lange Fahrzeuge reinfahren, bis diese Meldung erscheint und die Meldung dann mit X annehmen. Ihr seht, wir fahren mit dem Fahrzeug rein und fahren jetzt in die Basis nach unten. Sobald wir dann aber in der Basis drinne sind, seht ihr, das Fahrzeug ist nicht mehr da, nur noch wir stehen hier auf der Plattform. Wir werden jetzt gefragt, was für ein Fahrzeug wir ersetzen möchten. Das Fahrzeug, was ihr jetzt hier ersetzt, wird einfach nur weiter verschoben in die Garage, wo ihr gerade den LG herbestellt habt. Das Fahrzeug, was jetzt aber gerade hier reingesetzt worden ist, wird natürlich verschwinden und ihr lauft jetzt zu der Ebene, wo der Easy steht oder das Fahrzeug, was ihr duplizieren möchtet. Wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, dann schaut jetzt mal auf die Karte, schaut einfach mal draußen, ob da ein Fahrzeug angezeigt wird. Ist das der Fall, sagt ihr jetzt eurem Freund Bescheid, den benötigt ihr jetzt nämlich, denn der muss jetzt in das Fahrzeug einsteigen. Ist er dann eingestiegen, fängt er jetzt einfach an, mit dem Fahrzeug loszufahren. Einfach dauerhaft durchfahren. Wir drücken dann Dreieck zum Einsteigen und spammen jetzt schon mal die rechte Pfeiltaste und dann ändert ihr sofort etwas am Tuning, egal was das nun ist. Und dann geht ihr auf Fahrzeug verlassen. Der Freund wird parallel dazu dann schon aus dem kostenlosen LG rausgekickt. Ihr müsst die Fahrzeuge jetzt nur noch umstellen, damit ihr jetzt das Duplikat sehen könnt. Dazu begibt ihr euch hinter die Avenger, da findet ihr nochmal an der Werkstatt nochmal einen blauen Punkt. Dort könnt ihr dann die Fahrzeuge umstellen. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wird jetzt hier ein zweiter Easy angezeigt, obwohl dort noch der Elegy steht. Ihr wählt das Fahrzeug jetzt aus und verschiebt das einfach auf einen anderen Platz. Und sobald ihr das macht, seht ihr auch schon, wir haben jetzt zweimal den Easy hier drin stehen. Einmal das Original und einmal die Kopie. Und wenn ihr jetzt mal hinten drauf schaut, seht ihr, die Kennzeichen haben sich nicht geändert. Deswegen ist das hier ein schmutziger Duplication-Glitch und ist nur dann sauber, wenn ihr ein iFruit-Kennzeichen nutzt. Wir machen jetzt nochmal einen zweiten Schnelldurchgang. Das könnt ihr hintereinander wegmachen. Ihr geht jetzt wieder aus der Basis heraus. Der Freund sollte ebenfalls schon draußen stehen und ihr ruft jetzt wieder über den Mechaniker ein beliebiges Fahrzeug an, was ihr nicht mehr benötigt. Ist das dann ausgeliefert, machen wir die gleichen Steps wie am Anfang. Das Fahrzeug fahren wir hier wieder in die Basis rein. Basis sollte jetzt natürlich wieder voll sein. Wir haben ja kein Fahrzeug ausgefahren. Meldung wieder mit X annehmen. Ihr fahrt mit dem Fahrzeug auf die Plattform, fahrt damit nach unten, steht dann aber wieder natürlich alleine auf der Plattform und dann werdet ihr vom System wieder gefragt, was für ein Fahrzeug ihr austauschen möchtet. Nehmt hier auch wieder einfach irgendein Fahrzeug, das wird auch hier wieder in die Garage verschoben, wo ihr den LG her habt und danach begeben wir uns wieder auf die Ebene, wo sich unser Easy befindet. Bevor wir hier wieder einsteigen, überprüfen, ist der kostenlose LG draußen, ist das der Fall, Freund wieder Bescheid sagen, der steigt jetzt in das Fahrzeug ein, gibt dann wieder Gas, fährt einfach im Kreis oder fährt einfach irgendwo lang. Hauptsache er gibt Gas und danach können wir auch wieder in den Easy einsteigen. Rechte Pfeiltaste durchspammen, wieder ein Tuning-Setting am Fahrzeug ändern und dann aus dem Fahrzeug wieder rausgehen und wir laufen wieder zu unserem Punkt. Und ihr seht, wir haben jetzt hier nochmal einen Easy stehen, was hier aber als LG angezeigt wird und sobald ihr das Ganze switcht, ist der Easy auch schon da mit dem iFruit-Kennzeichen. Jetzt nochmal kurz zum Verkaufslimit. Ihr könnt ein Fahrzeug aller einer Stunde verkaufen.
verkaufen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, drei Fahrzeuge hintereinander wegverkaufen, solltet dann aber 3 Stunden warten und das Ganze maximal 8 Mal. Nachdem ihr dann das 8. Fahrzeug verkauft habt, 24 Stunden warten und die ganzen Schritte einfach wiederholen mit dem Verkauf. Das war's mit dem Glitch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.